Tourismus und die Kälte, die wir in den letzten Monaten erleben mussten, einigermaßen fassungslos machen. Beispielsweise haben wir einen Innenminister, der sich öffentlich darüber freut, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden. Wir haben eine europäische Politik, die sich tatsächlich anschickt, Forderungen der rechtsextremen identitären Bewegung in die Tat umzusetzen. Einige werden sich erinnern, die Identitären sind vor einigen Monaten bereits mit einem eigenen Schiff in See gestochen, um Maßnahmen der Seenotrettung zu behindern. Sie sind damals zum Glück nicht weit gekommen. Jetzt erleben wir, dass die Staaten Europas diesen Plan in die Praxis umsetzen. Und angesichts dieser schrecklichen und dieser tödlichen Entwicklung macht es dann immerhin Mut, dass es an vielen, vielen Orten Versammlungen wie diese gibt, Versammlungen von Leuten, die das nicht hinnehmen wollen und die bei diesen Gelegenheiten sehen und auch öffentlich zeigen können, dass wir das nicht hinnehmen werden. Die Forderung nach einem humanitären Umgang mit Geflüchteten, die uns hier zusammenbringt, die Forderung nach sicheren Wegen und nach menschenwürdiger Aufnahme, diese Forderung muss für alle gelten, und zwar unabhängig davon, warum sich die Einzelnen auf dem Weg ins vermeintlich sichere und lebenswerte Europa machen. Die Gründe sind äußerst vielfältig. Es sind Kriege und Bürgerkriege, es ist die Verfolgung politischer Opposition, es ist die Unterdrückung von Schwulen und Lesben, es ist die Hoffnung, in Not und Armut zu entkommen. Am wenigsten anerkannt und am ehesten als Asyltourismus denunziert wird wahrscheinlich die Flucht vor wirtschaftlicher Not. Dabei sind es gerade die ökonomischen Verhältnisse in dieser Welt, von denen der reiche Norden, in dem wir leben, am allerwenigsten behaupten kann, dass er damit nichts zu tun hat. Im Gegenteil. Im Gegenteil, wenn die Prosperität Westeuropas und das Elend in anderen Teilen der Welt direkt zusammen, das gilt heute wie auch zu den Hochzeiten des Kolonialismus. Wo es nicht um Menschen geht, sondern um Waren und Geld, sind die Grenzen dieser Welt nämlich weit offen. Tonschuhe, Flachbildfernseher, Smartphones, all das reist durch den Suezkanal und passiert dann das Mittelmeer ohne größere Probleme. Rohstoffe und Diamanten werden in verschiedenen Ländern Afrikas abgebaut und finden dann ihren Weg um die Welt, ebenso wie die großen Mengen Fisch, die vor den Küsten Somalias und anderer afrikanischer Länder von riesigen Fischereiflotten gefangen werden. Und auch in die Gegenrichtung sind die Grenzen weit offen. Subventionierte Agrarprodukte aus Europa werden exportiert und richten lokale Produktionsstrukturen zugrunde. Das gleiche gilt für Überschüsse aus der deutschen Fleischindustrie. Eine Industrie, die nebenbei bemerkt ja auch nur deshalb so billig produzieren kann, weil sie sich auf die Überausbeutung osteuropäischer Wanderarbeiterinnen verlassen kann. Diese Zustände haben rein gar nichts zu tun mit den von Europäern und Europäerinnen oft beschworenen Werten von Humanismus, Solidarität und Gleichberechtigung. Diese Zustände sind ein moralisches Armutszeugnis. Und sie sind Symptome einer Welt, in der der Profit im Zweifel mehr zählt als Menschen. Das wird sich nur ändern lassen, wenn diese ökonomischen Verhältnisse geändert werden. Das humanitäre Anliegen dieser Kundgebung kann nur verwirklicht werden, wenn die kapitalistische Ausbeutung beendet wird. Das ist nun gleichwohl eine ziemlich langfristige Perspektive, die denjenigen, die jetzt auf der Flucht im Mittelmeer sind und die dort um ihr Leben kämpfen müssen, wenig hilft. Vielmehr sind deshalb jetzt sofort eine funktionierende Seenotrettung, die Sicherung von Fluchtwegen und die Aufnahme der Geflüchteten dringend notwendig. Dazu haben in den letzten Jahren und Monaten die zivilen Seenotrettungsorganisationen ganz im Gegenteil zur staatlichen Seite den allergrößten Beitrag geleistet. Umso erschreckender ist es, dass die EU nun durch Auslaufverbote und andere staatliche Maßnahmen die Rettung von Geflüchteten kriminalisiert und de facto unmöglich macht. Auf staatliche Hilfe können sich die Betroffenen nicht verlassen. Und anstatt eine gemeinsame europäische Rettungspolitik auf den Weg zu bringen, wird sich einfach gegenseitig der schwarze Peter zugeschoben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir dürfen angesichts dieser Zustände nicht resignieren und wir dürfen auch nicht schweigen, sondern wir müssen ganz bestimmt für Verbesserungen eintreten. Erstens im Hier und Jetzt. Die Kriminalisierung der Seenotrettung muss sofort aufhören.
Zweitens in langfristiger Perspektive für eine Welt ohne Kapitalismus und die Beschränktheit der Nationalstaaten. Vielen Dank auf die internationale Seite.